Willkommen auf der Saatalks. Heute habe ich das zweite Volume von Kanagawa Shit Girls für euch, freundlicherweise von Peppermint Anime zur Verfügung gestellt. Das erste Volume davon habe ich tatsächlich auch schon geguckt. Und ich muss sagen, in dieser kalten Jahreszeit vermittelt das, lenkt das ein bisschen von diesen rauen Temperaturen draußen ab. Und macht bis jetzt auch viel Spaß. Wobei ich sagen muss, dass mir tatsächlich der Hauptcharakter, also der kurzhaarige Hauptcharakter, ich habe mir die Namen leider schon wieder nicht gemerkt. Rin hieß sie, glaube ich. Bei Misa war, glaube ich, die langhaarige, die ist sympathischer. Ja, der Hauptcharakter ist irgendwie nervig, leider. Aber egal. Trotzdem macht die Serie Spaß. Ja, da sehen wir die großbusigen Busenwunder. Ja, mit einem riesen Reißbällchen. Ja. Ja, hier sind die Episoden 7 bis 12 drauf. Damit ist das Ganze dann auch erstmal abgeschlossen. Ich glaube, eine zweite Staffel ist bis jetzt nicht angekündigt. Aber das Spiel gibt es ja immer noch. Wo ich mich gerade auch frage, ob es das auch auf Englisch gibt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, hier sind auch wieder drauf die Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das Ganze geht 150 Minuten. Das Bildformat ist 16 zu 9, Full HD. Der Ton ist in 2.0 im Deutschen und Japanischen. Dann ist als Bonus drauf Trailer, Clean Opening und Clean Ending. So sieht dann das Ganze von innen aus. Die Charaktere wurden nicht behandelt, wird wahrscheinlich dann in dem Volume hier der Fall sein. Und hier haben wir die Disc. Und ich hol's jetzt mal ganz raus. Noch ein Alternativ-Cover, nennen wir es mal so. Oh, die haben eine Gatling. Die finde ich schon cool, die sollen gewinnen. Ja, dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zusehen. Das erste Unboxing zum ersten Volume packe ich euch in die Videobeschreibung. Kauflink dazu findet ihr dort auch. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.